So, ein herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zum Teil 3. Wir befinden uns jetzt auf der Fahrt zurück nach zu einem Hotel, ähnlichem Lagerplatz oder Strandplatz, wo wir dann unser Essen einnehmen werden. Und zwar werden da die Fische, die sie für uns gefangen haben, ja, zerschnitten und dann auch gebraten. Leider ist wieder Musik im Hintergrund zu hören, dass ich wieder ein Voice-Over drüber legen musste. Ja, wir fahren jetzt sozusagen an einen ruhigeren Ort und vorbei an vielen Hotels. Wie gesagt, ich hatte ja erzählt, dass wir in Uppsala gestartet sind und die Umgebung, die dort zu sehen ist, auch Uppsala sind. Also die ganzen Hotels und Strandabschnitte teilweise auf der rechten Seite zu sehen, die wir mit dem Boot gleich passieren werden. Wir werden auch an Badegästen vorbeifahren gleich und die dort schwimmen und uns ganz neugierig beobachten werden. Ich nehme mal an, dass dieses runde Gebilde ein Hotel ist, aber sicher bin ich mir da nicht. Jedenfalls sind wir sozusagen in freudiger Erwartung, in ruhigere Gefilde zu kommen, denn wie gesagt, die Fahrt und die Seefahrt war relativ unruhig. Ja, dort sitzen wir nun und warten und harren der Dinge, die da kommen werden. Wie gesagt, der Mann, der ganz hinten sitzt, hat 3 Ballonfische gefangen, die wir natürlich auch wieder ins Wasser geworfen haben. Da steht auch ein Schild dran, hochgiftig, bitte ins Meer werfen, wenn diese Fische gefangen werden. Und ein paar kleinere Fische haben die Leute aber doch fangen können, unter anderem ja auch mein Sohn, und auch der kleine Fisch wird verspeist werden. Jetzt aber erstmal auf dem Weg dorthin und ich wünsche euch wieder sehr viel Spaß. Ich mache das Voice-Over jetzt erst einmal wieder aus und lasse euch an der Fahrt teilhaben. Besser so.
sind stehen geblieben. Dem ist schlecht, dem jungen Mann. Aber ist jetzt sofort weg oder ist immer noch schlecht? Weil es ja jetzt ruhig. Dir ist nicht mehr schlecht? Ja. Jetzt bist du müde, ne? Ja. Gar nicht mehr schlecht. Aber Hunger hast du auch nicht. Ich auch nicht. Mal mit den Haien geschwommen, ne? Wo war das noch? Ah, in Ägypten. Guck mal das Wasser an. Richtig, richtig schön klar. So, und wie ihr seht, wird jetzt hier das Essen zubereitet, nämlich die Fische, die gerade gefangen worden sind. Ja, ich werde wahrscheinlich nur das Brot essen, weil ich esse ja keinen Fisch, wie ihr wisst. Und ja, die Jungs sind im Wasser wieder. Dem einen ging es gar nicht gut eine Zeit lang. Also er ist immer wieder ins Wasser, aber man sagte, dass es ihm dann besser gehen würde. Das stimmt auch, aber also mit der Zeit half auch das nichts mehr. Dass wir dann gesagt haben, komm, lass uns mal bitte jetzt langsam ein bisschen früher zurück. Das haben die dann netterweise auch gemacht. Hier sind natürlich doch noch zwei oder drei, die auch die Tour gebucht haben. Ich dachte, das seien irgendwie Arbeiter oder so, die hier sozusagen mit angestellt sind. Aber die haben die Tour wohl auch gebucht. Das sind halt Angler, die hier angeln wollen. Und es sind wohl auch drei, der russische Mitfahrer hier hat drei Ballonfische rausgeholt. Ich bin da jetzt aber nicht so hin und hab da auch nicht so drauf gefilmt. Sind ja auch, als ich so bei der Kamera, der war nämlich da hinten und das war ganz schön wackelig, da habe ich gedacht, nein, egal. Ich glaube, der erste war auch ein Ballonfisch, bin ich ganz sicher. Hier steht auch ein Warnhinweis für die Ballonfische und insofern soll man die auch wieder reinwerfen, weil die ja natürlich giftig sind, ne? Für alle, die das nicht wissen. Und ja, so ist das. Und jetzt gibt's Essen gleich. Aber es ist eine wirklich sehr, sehr schöne Bucht. Es wird deswegen natürlich auch hier angefahren immer. Ja, ich erzähle nochmal, ich mache nochmal so ein Video drüber, weil schön ist das alles nicht, das kann man schon nicht sagen. Deswegen werde ich darüber dann nochmal erzählen. In einem separaten Video, wenn ich wieder zu Hause bin. Da sind die Fische. Die werden auf dem Chip gekocht, also auf Gasflasche. Viel ist nicht geworden. Die Ausbeute ist gering, weil es tatsächlich keinen Fisch mehr gibt im großen Meer. Die haben nur, weiß ich nicht, ein paar Stück gefangen und eben der eine russische Mitbürger hier. Drei Riesenballonfische. Mir ist das zu kalt, ich gehe da auch nicht rein. Ehrlich gesagt schäme ich mich auch ein bisschen. Das sind alles Männer hier, keine Ahnung. Deswegen, ich gehe nicht rein. Das wäre vielleicht sogar, aber muss nicht sein.
Weil die Bucht ist wirklich sehr, sehr schön hier. Steht auch die Warnung für die Ballonfische. Soll man wieder ins Meer werfen, bitte. Mit roter Unterlegung. Nee. Ui, die sind da alle reingefallen. Oh nein. Jetzt machen wir uns auf den Heimweg, aber nicht ohne an den Schildkröten vorbeizufahren. Es sollen nämlich ganz große Riesenschildkröten und auch normale Schildkröten im seichten türkisfarbenen Wasser zu sehen sein. Und dort werden wir jetzt hingeschippert. Sozusagen stand gar nicht auf dem Plan und war auch gar nicht gebucht. Aber da das genau in dieser Bucht liegt, die wir besucht hatten, um zu essen, möchte der Kapitän uns sozusagen auch noch mal ein paar Schildkröten zeigen. Wir sehen leider nur eine Schildkröte die kommt auch nicht nach oben und taucht auch nicht nach oben, aber trotzdem, wir freuen uns, dass eine Schildkröte unter Wasser hat zeigen können. Die Bilder möchte ich euch jetzt erst einmal noch genießen lassen, bevor wir dann gleich weitermachen.
hier seht ihr mich ja, ganz vorne im Schiff und ich warte sozusagen auf den Augenblick, an dem wir jetzt endlich die Schildkröten zu sehen bekommen. Und der Kapitän ganz vorne sichtet und gleich ist es auch soweit, dass wir dort nach vorne kommen können, um die eine Schildkröte sehen zu dürfen. Genau, wir gucken jetzt ins Wasser. Huch, ganz interessiert. Da ist mein Finger vor die Kamera gekommen. Ihr seht, oh, wie schön türkisfarben seicht das Wasser ist. Und da kann man wirklich alles sehen. Ein bisschen verschwommen ist es in der Kamera, aber es ist in Wirklichkeit viel klarer. Ich entdecke die Schildkröte als erstes gar nicht, aber da ist sie. Ich glaube, man kann das sehen. Da schwimmt sie im Wasser. Wir haben gewartet, bis sie vielleicht wieder auftaucht, um Luft zu holen. Leider hat sie uns den Gefallen nicht getan, sodass wir dann auch bald wieder abziehen werden. Ja, das war ein sehr beeindruckendes Bild. Und ja, genau, da ist sie. Wir werden sie aber jetzt in Ruhe lassen. Sie war sehr ängstlich. Und ihr dürft weiter die Fahrt genießen. Wir werden dann gleich auch nach Hause fahren, beziehungsweise an den Hafen wieder zurückfahren. Vorbei wieder an den ganzen Hotels, wieder an den Stränden, in Richtung Heimat und dann das Schiff auch am Ende verlassen.